Ja, Dr. Peter Tschentscher, ich grüße Sie. Frohes neues Jahr hier im Hotel Grand Elysee Hamburg. Schön, Sie anzutreffen. Sie hatten ja auch jetzt bewegte Zeiten. Am 5. Januar waren Sie beim emeritierten Papst Benedikt bei der Totenmesse. Sehr emotionale Momente. Würden Sie da kurz was zu sagen zu Papst Benedikt dem 16.? Sie waren ja da mit der deutschen Delegation. Ja, der Papst aus Deutschland ist eine historische Persönlichkeit, ja. Ist ein großer Theologe und ja. Einer der bedeutendsten Theologen seiner Zeit. Und es war, glaube ich, wichtig, dass man sich würdevoll auch von ihm verabschieden kann. Für die Gläubigen in der Welt war es wichtig, insbesondere natürlich für die Gläubigen aus Deutschland und in seiner bayerischen Heimat. Also ein großer emotionaler Moment. Dann kamen die ganzen Neujahrsempfänge mit dem Bundespräsidenten, Ihr Vortrag beim Überseeklub, Hamburger Abendblatt-Empfänge. Was waren da so für Sie die Kernsätze? Was waren heute die Kernbotschaften, die wir von Ihnen gerne nochmal persönlich erfahren wollen? Es ist, ja, 2023. Es ist ja eine Zeit, in der es schwerfällt, zu feiern und den Mut nicht zu verlieren. Und diese Möglichkeit, wieder zusammenzukommen, sich zu begegnen, das stärkt uns als Gesellschaft. Heute hat Herr Röttgen noch einmal auf besondere Weise deutlich gemacht, dass wir schon in einer Zeit leben, die der Bundeskanzler Zeitenwende nennt, wo es um grundlegende Zukunftsfragen in Europa und der Welt geht. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich gemeinsam vergewissert, dass wir eine starke Gesellschaft, ein starkes Land sind, auf das es ankommt in solchen Zeiten. Und wir in Hamburg sind eine der wichtigsten Städte in Deutschland. Auch wir müssen unseren Beitrag leisten, dass in solchen Zeiten richtige Entscheidungen getroffen werden. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für Hamburg, für die Entwicklung? Wir haben ja gehört, 2045, Hamburg soll klimaneutral werden. Sie waren in Lateinamerika, Sie wollen grünen Wasserstoff exportieren lassen hier nach Hamburg. Ja, sehen das auch als wichtigen, sag ich mal, Schnittpunkt für Hamburg, diese Handelsbeziehungen weiter zu pflegen mit Südamerika. Da vielleicht noch ein Satz dazu. Ja, ich erwarte sogar, dass wir schneller klimaneutral werden als diese Ziele, die wir uns bisher verbindlich gesetzt haben. Wir wollen ja so schnell wie möglich dazu beitragen, dass der Klimawandel gestoppt wird. Und das bedeutet, dass wir schon jetzt ganz präzise planen müssen, welche Schritte nötig sind, aber dann nicht aufhören, weiter daran zu arbeiten, sondern die großen technologischen Möglichkeiten, die wir nutzen sollten, die liegen noch vor uns. Das heißt, ich bin sicher, dass wir diese im Grunde große Aufgabe unserer Zeit lösen können. Und ich habe den Ehrgeiz, dass wir in Hamburg zeigen, wie es geht. Das ist ein Wunsch für die nächsten Jahre. Das geht ja nicht innerhalb kürzester Frist. Vor allem mit dem Klimaplan, der ja auch die Bürger aufruft, sich selbst zu beteiligen. Der Klimaplan wird fortgeschrieben. Wir haben ja schon einen sehr fundierten, mit konkreten Maßnahmen hinterlegten Plan. Wir wissen, ich muss das immer wieder betonen, wir haben seit 2012 schon 5 Millionen Tonnen CO2 strukturell verringert. Wir müssen jetzt noch einmal 7 Millionen Tonnen absenken, um unser Klimaziel für 2030 zu erreichen. Das ist noch eine große Wegstrecke, aber wir haben große Schritte, die wir gehen können, indem wir das umsetzen, was Sie erwähnt haben, dass wir in großem Stil regenerative Energie produzieren im eigenen Land, aber auch importieren. Denn es gibt Länder mit Überschuss an Solar, an Wind und Wasserkraft. Und wir müssen unseren Hafen und unsere technologischen Möglichkeiten nutzen, diese Energieformen zu importieren. Sollen wir reichen? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und ein wirklich erfolgreiches, glückliches Jahr 2023. Dankeschön. Danke.